keinen Zugang. Sieht das jetzt auf den Bunker bezieht? Die Sicherheitstür ist noch intakt. Dad. Ja, und sie ist zu, also sind vielleicht wirklich welche drin. Es muss Überlebende geben. Die Tür kann man nur von innen verschließen. Okay, wie kriegen wir sie auf? Komm, folge mir. Aber bevor wir ihr folgen, gucke ich mal gerade. Was wollte ich? Vervierfacht den Schaden, den ein Plasmaschuss beim Feind verursacht. Das ist gut, dann hätte ich nämlich eben bloß einen Schuss gebraucht statt zwei. Okay, da haben wir durch Gegner durch. Das ist 36.000 knapp. Gesundheit ist voll. Taumelzeit ist auch nicht verkehrt. 45.000, 50, 60.000. Okay. Hey, hey, hey! Wo willst du hin? Pass auf, wenn wir die Windturbinen anschmeißen, wird eine Überspannung entstehen. Die Elektroschlösser im Leitungsraum werden überladen, fahren runter und müssen rebooten. Beim Hochfahren übersteuere ich sie. Ja, aber kann das klappen? Ja, komm mit. Aber kann das klappen? Alter. Ich muss die Leistung auf etwa 1500 Kilowatt hochbringen. Hoffentlich haben die Generatoren bei dem Angriff nichts abgekriegt. Ja, ja, sie sind okay. Dann funktioniert es. Ja, tatsächlich töten die ja nur Menschen, die Roboter. Die haben ja eigentlich noch nie Infrastruktur zerstört. Die große Windmühle. Da gehen wir hin. Die Tore stehen zum Schutz unter Strom. Wenn du sie anfasst, wirst du gegrillt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir könnten über die Brücke weiter unten. Okay. Weil wieso haben sie oben Strom und unten nicht? Weil zum Thema und zum Schutz und so ist ja dann kein Schutz, wenn es einfach direkt daneben einen zweiten Weg gibt, der... Hallo? Der nicht geschützt ist. Munition. Ja, du musst hier nicht mit herkommen, Trip. Du musst die Munition holen. Der Steg ist wohl hochgezogen worden. Da drüben ist der Kontrollhebel. Okay. Wenn du drumherum kletterst, kommst du dran. Zumindest ein bisschen Schutz. Da kann ich bestimmt hin, naja. Und jetzt? Ah, oben. Das ist halt immer die Gefahr, wenn man einfach so random dahin springt. Man kann halt nie wissen, ob es hält, bis man dranhängt und dann ist es zu spät. Ja, ach so. Gut gemacht. Jetzt leg den Hebel um und lass den Steg runter. Jawohl. Deswegen in der Realität sicherlich. Ich versteh's nicht. Keine gute Idee, einfach so willenlos. Warum machen die Sklavenhändler das, Monkey? Was bezweckt Pyramid? Keine Ahnung, aber im Augenblick sollten wir besser deinen Vater finden. Ich meine, das waren halt die Kampfroboter, ne? Und eigentlich sind die ja nicht von Menschen gesteuert, soweit man das bisher weiß. Das sind ja irgendwie Überbleibsel von dem Krieg. Und die kämpfen jetzt halt noch weiter gegen die Menschen, weil sie es halt immer gemacht haben. Wirf mich zu dem Fenster hoch. Von da aus schaffe ich es nach oben. Du musst irgendwie alleine hochkommen. Könnte natürlich sein, dass die Sklavenhändler es geschafft haben, irgendwie ein paar von denen irgendwie zu hacken und für ihre Zwecke zu programmieren. Das werden wir vielleicht noch erfahren. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir hier noch eine Rechnung mit den Sklavenhändlern offen haben. Die es noch zu begleichen gilt.
Reiß dich zusammen, Trip. Wir schaffen das schon. Danke, Monkey. Bis er mal irgendwo hinspringt, wo er runterfällt. Und dann schaffen sie es nicht mehr. Okay. Mist, mehr Max. Wenigstens auf den Kontor. Sobald wir den Kurzschluss auslösen, kommen sie durch. Okay, überlass sie nur mir. Können die noch ein bisschen Plasma munieren? Danke. Wir müssen die Segel öffnen und sie in Gang kriegen. Schnell. Ich werde dir mit der Libelle zeigen, was wir tun müssen. Okay. Du solltest hinten hochklettern können. Mhm. Du musst jedes Segel aufrollen, damit sie sich dreht. Los. Da fällt mir auf, ich habe ja noch diese Heilungsdinger, die Trip mir geben kann. Hab ich auch noch nie benutzt. Ich bleib hier und steuere die Bremsen. Okay. Ich meine, es ist schon ziemlich cool, dass man nicht aus Versehen irgendwo runterspringen kann, aber manchmal ist es auch ein bisschen hakelig, bis er es mal akzeptiert. Dann irgendwie nur hochspringt, anstatt irgendwie einen Jump zu machen, den man eigentlich machen will. War alles mal eigentlich schon ganz, ganz angenehm, die Steuerung. Richtig bescheuert ist es, wenn man diese Sprunggeschichten hat und dann immer aus Versehen irgendwo runterspringt, weil man irgendwie ein bisschen im falschen Winkel zu irgendeiner Wand steht und er das deshalb nicht als drüber springen, sondern als irgendwie Spring in deinen Tod interpretiert oder so, wie das manchmal ist bei manchen so Steuerungen. Professionellste Art, das zu machen, aber es funktioniert. Aber wir brauchen mehr Power. Kannst du die anderen Segel öffnen? Von oben kommst du an die anderen Segel nicht ran. Da seitlich kann man drauf springen. Weil wie natürlich. Da solltest du an die anderen rankommen. Sehr schön. Was ich mich da natürlich jetzt frage, ist, was ist denn der normale Workflow, wenn die hier. Wenn die hier so Segel ausfahren wollen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da immer einer hier irgendwie krass hochspringt. Und sich dann so todesmutig oder dumm oder wie auch immer man es nennen will, au, runterfallen lässt, so wie er hier. Die Mechanik ist eigentlich nicht beschädigt. Nach allem, was wir hier erfahren haben. Okay, Plasma-Munition schadet nie. Hilf kann ich auch mal kurz nehmen. Oder auch nicht. Da muss ich irgendwie hoch. Über das Ding da hoch. Ja, super. Also war es vielleicht ein bisschen voreilig, hier runter zu springen. Eins hoch müssen wir.
Sehr schön. Und dann springen wir hier hoch. Dann sind wir schon da. Ich kann sie anhalten, damit du aufspringen kannst. Sag mir Bescheid, wann. Das weiß ich doch nicht. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Ich bremse? Oh, okay. Okay, los. Ich löse die Bremsen. Warte mal, bis ich oben bin, und da muss ich mich wieder so stylisch runterfallen lassen. Wie der da drauf balanciert, ey, das ist... Also, ja, da frage ich mich schon echt. Okay, so ist gut. Ich ziehe jetzt die Bremsen an. Nein, tust du nicht. Ich frage mich schon, was ist der normale Workflow, dieses Ding in Betrieb zu nehmen? Hallo? Könntest du das vielleicht mal wieder starten? Bleibt in drei Positionen stehen. Das ist Position 1. Wieso startet es jetzt nicht wieder? Seite. Da ist ja gerade der Marker. Ich gehe mal davon aus, ich hätte es irgendwie oben anhalten müssen und dann wieder runterrutschen da. Da geht es aber einfach nicht mehr auf die Befehle. Ich kann auch hier irgendwie nicht zurück, weil da der... Weil da der Weg zu ist. Kann ich auch nicht runter. Ich glaube, ich bin ja irgendwie in den Bug reingelaufen. Weil ich das Ding nicht oben angehalten habe. Wirf sie an! Okay. Ah, ein bisschen buggy, aber... Okay, jetzt wo wir oben sind gleich... Okay, so ist gut. Sehr schön, so geht das. Ah, warten Sie schon. Arschgeier. Die Arschgeier. Das müssen wir auch noch erledigen. Das ist mir schon klar, Fräulein. So. Es dreht sich immer schneller hier. Runter. Ich kann gar nicht auf den anderen, ich muss einfach hier auf derselben Seite.
So ist gut. Nee, so ist nicht gut. Ach, das ist das, um da oben hinzukommen. Okay. Wirf sie an. Okay, so ist gut. Okay, los. Was ist das Ding? Trip, halte sie jetzt an. Ich bin etwas zu spät. Okay, los. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Ah, das ist asymmetrisch. Das heißt, ich muss erst mal mit irgendeinem anderen. Okay, los. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Irgendeinem anderen Blatt einmal rumfahren, okay, damit ich auf der oberen Plattform stehe. Trip, halte sie jetzt an. Kann ich aber nicht. Okay, okay, los. Also fahren wir mal weiter und versuchen hier auf die okay, andere. So ist gut. Genau, auf die Plattform. Okay, los! Da muss man mal zweimal drücken, weil das irgendwie beim ersten Mal nicht akzeptiert. Okay, so ist gut. Okay, dann können wir jetzt den nehmen. Wirf sie an. Soll ich mir mal zweimal wählen? Okay, so ist gut. Und runter mit dem Segel. Okay. Das wär's. Sei vorsichtig auf dem Weg. Fünf? Nach unten. Na gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Munition. Genau, jetzt dreht das Ding noch schneller. Schade durchgekommen. Der hat mich hier noch fast runtergeschubst, wa? Einmal zurück. Okay. Ich löse die Überspannung aus. Geh zum Tor zurück und halte dich bereit, wenn die Mechs reinkommen. Mhm. Hallo? Okay, Munition habe ich eingesammelt, soweit es das gibt. Da kann ich, glaube ich, nichts mehr holen. Da liegt Helf, da wird man bei der Kopf abgeschlagen, wenn ich das hole. Da auch nochmal. Okay, ich bin soweit. Monkey, jetzt kommt die Überspannung. Fertig? Oh ja. Ja, geht so. Los. Haben die im Bunker nicht irgendwie Außenkameras oder irgendwas, das die selber sehen, wenn man rauskommen kann? Wieso muss ich hier die gesamte Elektronik vernichten? Gar nicht meine Munition so verbrauchen. Weil wer weiß, ob hier nicht noch so eine zweite Welle an Dödeln kommt, aber Alter!
ich will helfen. Der Große kommt durch mein Schild durch, glaube ich. Das ist sehr ungeil. Jetzt müssen wir den zuerst umhauen. Das haben wir schon mal erreicht. Die anderen können wir... Ich sage mal... betäuben. Alter, leck mich doch am Arsch. Ja, schön, wenn man Zeit vergeudet, weil man in die falsche Richtung springt oder weil die Controller nicht reagieren. Fresse. Alter! Ja, ruf doch Hilfe! Ja, ist mir schon klar. Okay, also ich habe ein bisschen arg Munition gespart. Das war, glaube ich, nicht so gut. Vor allem die Großen, okay, ich bin soweit. Wenn die da ihren Blutrauschmodus haben oder was auch immer das ist. Jetzt kommt die Überspannung. Fertig? Kommen die halt durch meine Schilde durch, da kann ich nicht blocken. Los. Alter. Nein, nein, nein! Kannst du mal aufhören, mir die Fresse zu hauen? Gibt's ja nicht. Alter! Okay, ich muss mal Hilfe holen. Puh.
Da kommen direkt 16 neue, oder was? Alter. Sie rufen Verstärkung. Munition. Bevor ich hier irgendwas Neues trigger, erstmal ganz schnell Munition einsammeln. Okay, hier gibt's nichts Neues. Ach, siehst du ja. Ich hätte mich auch von Trip heilen lassen können, verdammt. Hab ich dran gedacht. Okay, alles klar. Weiter. So langsam werden die Wir müssen zurück zur Bunkertür. Ich sollte sie aufkriegen, wenn das System rebootet. Hey! Entschuldigung. So langsam werden die ein bisschen eklig, die Gegner. Ein bisschen tief, der Sonnenschirm, ne? Wenn du auf dem Stuhl sitzt, stößt du mir mit dem Kopf an. Hoffentlich klappt's. Stimmt. Oh nein. Das wär's, es fährt runter. Mach weiter. Ich kümmere mich drum. Okay. Alter! Ah, das kennen wir ja schon. Und wir haben ja zum Glück noch einen Haufen Stun-Ladung. Mehr eine Fleißarbeit als alles andere. Insofern war es schon ganz gut, dass ich ein bisschen gespart habe, weil der Kampf vorher dadurch ein bisschen haarig geworden ist. Aber im zweiten Anlauf habe ich ein paar benutzt und dann hat es auch funktioniert. Den Arsch. Das ist nämlich die verwundbare Stelle. Okay. Komm schon!
Da spritzt das Blutöl. Alter, ich glaube, dir geht's zu gut. Wir sind noch nicht fertig miteinander, Kollege. Bleibst liegen. Was habe ich gerade gesagt? Ja, war da noch länger mit dem Stab wegstecken? Dich. Es war ja einfach. Scheiß einsammeln. Auf dem Weg. Jetzt funktioniert Cloud wieder nicht mehr. Okay, aber ich glaube, ich muss hier auch nichts einsammeln. Oder kann nichts einsammeln, besser gesagt. Geklappt. Ja. Meine Tochter. Meine reizende Tochter. Ich weiß, wie erfinderisch du bist. Ich weiß, du kehrst vielleicht wieder zurück. Entkommst den Sklavenhändlern. Schaffst es nach Hause. Für den Fall, dass dieser Tag kommt, nehme ich diese Nachricht auf. Nur um dir zu sagen, es ist mir ein Trost zu wissen, dass du noch lebst. Kann er ja nicht wissen. Ich liebe dich, Trip. Würde er die Nachricht jetzt auch nicht beenden müssen? Vielleicht hätte er doch was gesagt. Ich sagte, bring mich heim. Und ich lass dich frei. Mhm. War wohl gelogen. Die Sklavenhändler sind im Westen. Also gehen wir dahin. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Und dann bringe ich ihn um.